Ein wirklich schöner Tag, nicht nur für die Bediensteten dieses Krankenhauses in Lancashire, in der Nähe von Manchester. Nein, auch für die Herzogin und den Herzog von Cambridge. Denn neben vielen wichtigen Gesprächen hat das royale Paar auch mächtig Spaß beim kleinen Fotoshooting. Wow, vor allem die 40-Jährige haut uns mit ihrem Lachen wirklich um. Doch auf Kate und William wartet noch eine Überraschung, denn vor dem Krankenhaus treffen sie auf den süßen Labradoodle Alfie. Der ist ein junger Therapiehund im Krankenhaus und scheint direkt seine positive Wirkung auf Kate und William zu übertragen. Zunächst streicheln die beiden Royals den 10 Wochen alten Hund, dann macht Kate kurzen Prozess. Alfie darf in königliche Hände. Er passt sogar zu meinem Mantel, sagt die Herzogin hier, die scheinbar alle Kameras um sich herum in diesem Moment vergisst. Aber auch William lässt nicht ab. Ja, Alfie scheint die beiden sichtlich zu verzücken. Und ganz nebenbei entstehen diese tollen Aufnahmen. Herz allerliebst. Ja, da lassen zwei ihren Gefühlen freien Lauf. Und der süße Vierbeiner schließt sich da an. Mit einem kleinen Schlecken drückt er aus, wie wohl er sich fühlt. Ein zweiter hinterher. Ja, da muss Kate zu Recht schmunzeln. So nah kommt dem Prinzen kaum einer.